Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht, ich bin noch ein bisschen müde. Oh, da kann man schön durchgucken. Ich sitze hier mit einem Eiskaffee in Villa San Giovanni und warte auf mein Check-in für die Fähre. Die Nacht war jetzt nicht so prickelnd. Ich kann euch ja mal zeigen, wo ich bin. Die Palme ist das einzige Schöne hier. Ich stehe hier auf einem Parkplatz an einem stillgelegten Hotel und hier ist der Check-in für die Fähre nach Sizilien. Und ja, und es war sehr heiß. Es waren gestern 51 Grad im Auto, abends dann 33, aber da kann man nicht wirklich schlafen. Aber gut. Wenn man das eine will, muss man das andere mögen. Scheiß Spruch. Egal. Ich trinke jetzt hier mein Latte Macchiato aus und dann mache ich mich auf den Weg zur Fähre. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu. Mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Kommt das gute Stück? Oh, Fensterputzer, bitte nicht bei mir. So, sie hat angelegt, jetzt kommen die Autos da alle raus. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Das erste Mal mit Werner auf einer Fähre. So, ich stehe jetzt hier auf dem Boot auf der Fähre und guck mal, ob ich da oben irgendwo hinkomme. Hier sind ein paar Sitzplätze, aber sitzen kann ich später. Mal ein kurzes Feedback. Ich habe ja im Internet vorher recherchiert und da stand halt, in der Hauptsaison muss man unbedingt vorbuchen. Das stimmt alles nicht, genauso wie bei meinen Tracking zum Vesuv, das hat auch alles nicht gestimmt. Jetzt das aktuelle Update. Selbst in der Hochsaison fahrt einfach hierher, ihr gebt bei Google ein, dass ihr nach Messina wollt und Google führt euch direkt zum Fährterminal. Dort könnt ihr wie bei einer Mautstelle einchecken, eure Karte kaufen und werdet direkt durchgeleitet. Also alles super easy und ja, weiß nicht, vielleicht sind das veraltete Informationen, die auf den Travel-Blogs zu finden sind. Hier jedenfalls das neueste Update. Es ist der 21. Juli 2024. Kommt natürlich drauf an, wann ihr das Video seht. Dadurch habe ich natürlich viel Zeit verschenkt. Am Vesuv habe ich einen Tag gewartet, obwohl ich direkt hochgehen könnte. Hier habe ich auch 24 Stunden gewartet, obwohl ich hätte direkt durchfahren können. Ich weiß nicht, wie man die neuesten Informationen recherchieren kann. Da komme ich her. Da will ich hin. Es geht los. Schaut mal, da oben ist er und ich stehe hier auf 1600 oder 700, muss ich mal nachgucken, Metern Höhe. Kam schon so ein Ticketmensch vorbei, kostet 3 Euro, vollen Tag und ich muss sagen, es ist so viel besser wie auf dem Vesuv. Schon alleine die Straße war so entspannt hier hoch. Das Ticket kostet 3 Euro, kann man hier direkt buchen, braucht man nicht vorbuchen. Mega! Also, jetzt gucke ich mal, ob ich da hochkomme und dann melde ich mich wieder. So, hier gibt es wieder Souvenirshop. Ich brauche natürlich wieder ein T-Shirt. Aber jetzt gucke ich erstmal, ob ich hier mir so eine 4x4 organisiert bekomme. So, hier ist so ein Ticketshop. Und da gehe ich jetzt mal rein. Oh, die wollten, dass ich jetzt in 5 Minuten mitkomme. Ich muss mich ja erstmal umziehen.
Jetzt habe ich verhandelt, um 12 ist die nächste Tour, habe ich 1,5 Stunden Zeit. Ticket habe ich schon. Und wir können nicht ganz hoch wegen der Eruption, die zurzeit stattfinden, aber wir gehen auf über 2000 Meter Höhe. Ja, jetzt habe ich aber genug Zeit, mich vorzubereiten, und das ist mir ein bisschen stressig sonst. Ja, jetzt gucke ich erstmal, ob ich ein T-Shirt bekomme, packe mir meinen Rucksack, meine Getränke. Hier bin ich gerade und wir fahren hier auch bis hier. Leider können wir nicht zum Krater, weil er jetzt gerade aktiv ist, ja auch. Und dann geht es hier irgendwie wieder runter. Nee, dann fahren wir erst hierher und dann geht es hier wieder runter. Dann kommen wir wieder an. So, die Kinder waren schneller als ich. Passiert selten, aber ich kann durch die Lücke auch nach vorne filmen. Und jetzt geht's gleich los. Scheiben sind sauber. Und hinter mir sieht es so aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Flugzeug, oder? Das ist hier irgendwann mein Guide. Gott sei Dank im Englisch diesmal. Ein Tourist ist verloren gegangen. Lorenz. Lorenzo fehlt, war ja klar. Guide from this volcano. Today we are going to discover this north flank of Etna, the most interesting, the most wild, okay? Three different steps. Quindi andremo a conoscere il vulcano Etna. Der Lavafluss hier ist von 2002, 7. Oktober. Il 26 ottobre, il 27 ottobre si aprì una frattura eruttiva da 2005 a 2000 metri e si formarono 25 metri in linea. Che allineati che sputarono lava e che andava a distruggere l'India. Niemand ist gestorben, na immerhin. Ora abbiamo la traduzione della traduzione. Some explosion, okay? Because the top of Etna is very active on these last days and we don't go there to the height. The max altitude to reach. Also die Magma ist heute aktuell bei 3000 Metern. La colata la we have always this type of effect. Two lateral wall in the middle the lava is much fluid and is faster. Ok, anche in italiano penso avete capito, il mio inglese è molto facile. Che dove sì o no? Da hinten ist das Meer zu sehen. Big main active craters to top. Quindi i crateri laterali sono 362, option of 89, and even the shape of a lava flow. Siamo corvi, da sieht man Skilift nochmal besser. Qualcuno forse lo vediamo poi scendere. Also dieser Krater heißt Mono Gerenico oder so. So, bis da fahren wir noch. Hier geht's echt tief bergab. Less silica, less glass. The lava move faster, is more much fluid. Okay. Ist echt angenehm kühl hier oben. Jetzt mit Jacke. Ich habe ihn gerade gefragt, ob man nicht da hoch kann zum Krater. Ja, kann man, aber jetzt nicht. Da würden wir uns halt die Füße verbrennen. Ne? Da ist jetzt die Lava, die muss erst abkühlen. But this is not the central crater's voragine, it's the new mouth, Bocca Nuova. I repeat, everything is an evolution there. I do this job 15 years, but I'm born and I grow here, okay? Das ist das letzte Observatorium hier. So, dichter dürfen wir nicht.
Der Krater, der verändert sich hier alle paar Jahre. Der sieht immer anders aus. Hier sieht man, wie der Lavastrom sich nach unten bewegt hat. So, jetzt gehen wir hier so Wanderweg. Also hier sind tatsächlich im Minutentakt jetzt Explosionen. Hier sieht man richtig schön, wie der Lavastrom sich ins Tal gesingelt hat. Hier weiter unten sind noch mega viele andere Krater. Die sind entstanden, als der Lavafluss hier nach unten geflossen ist. Hier könnt ihr die ganzen anderen Krater noch sehen. Hier einer, daneben gleich auch noch einer. Das ist jetzt hier schon der dritte Krater. Und hier geht's weiter. Hier ist mal eine gute Übersichtskarte über die Krater vom Ätna. Wahnsinn! Hat euch das Video vom Vulkan gefallen? Dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Einfach Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Bis bald!